Andreas Böcke, bin 22 Jahre alt und werde beim Moos Werkzeugbau zum Feinwerkmechaniker ausgebildet. Als Feinwerkmechaniker muss man drehen können, fräsen können, sägen können und die Werkzeuge zusammenbauen. Das sind Stanzmaschinen oder Umformmaschinen für den Fahrzeugbau. Also ich habe hier erst ein Praktikum gemacht, das hat mir dann halt sehr gut zugesagt und dann habe ich mich hier halt beworben und hat mir sehr gut gefallen. Das Arbeitsklima ist hier sehr gut und das interessiert mich halt auch. Also die Voraussetzungen, um hier anfangen zu können, sind ein guter Realschulabschluss, Zuverlässigkeit, also jemand, der sich für die Metalltechnik interessiert, ist sehr gut aufgehoben, weil er wirklich alles benutzen kann, Fräsmaschinen, Drehmaschinen, Bohren, also er lernt hier ziemlich viel. Man muss ziemlich auf die Maße achten, also genau einhalten und mit bestem Gewissen seine Arbeit vollziehen. Die Berufsschule ist in Schwerin, das ist 160 Kilometer von hier und da muss man dann halt mal einmal im Monat hinfahren, eine Woche lang. Wenn man die Endprüfung positiv besteht, dann hat man hier gute Chancen, übernommen zu werden. Ich würde sehr gerne hier übernommen werden, weil es hier halt viel Spaß macht. Arbeitsklima ist alles sehr gut.